Meine Herren, ich begrüße euch, Ritter der Tafelrunde, hier bei einer weiteren Episode meines Good Game Empire Let's Play. Tja, anderswo hat man genug von der Kriegstreiberei. Wir fangen erst richtig an. Hier in der letzten Staffel von Good Game Empire werde ich nochmal alles in die Waagschale werfen und jeden Krieg anzetteln, der sich mir anbietet. Wir beginnen heute mit dem Login-Bonus, 2 Tage in Folge. Auch das hat es hier schon lange nicht mehr gegeben, würde ich sagen. Wollen wir mal schauen, was in den Holzschachteln sich hier alles so versteckt. Rubine, Holz und Ruhmpunkte, die werde ich mir noch holen. So, die Münzen können auch abgeholt werden. Eintreiben der Steuern ist abgeschlossen. 22.000 Münzen kann ich jetzt hier mein eigen nennen. Und ich werde auch hier wieder das Maximale eingehen. 24 Stunden am nächsten Tag, am nächsten Abend werden wir dann schauen, was unser Steuereintreiber dann noch aus den Bürgern herausgepresst hat. Und ich würde sagen, heute werden wir dann mal die Kriegsvorbereitungen richtig anwerfen. Heißt, es muss produziert werden. Kriegsgerät in der Kaserne muss auch ordentlich was passieren. Deswegen schauen wir mal, wie wir hier anfangen. Mit den Soldaten. Da habe ich beim letzten Mal schon ein bisschen was gemacht. Ihr habt das ja sicherlich mitbekommen. Und auch hier heute werde ich mal schauen, dass ich hier die stärksten der Soldaten rekrutieren werde. Und das sind, ihr seht es hier selbst bei mir zur Auswahl, die schweren Armbrustschützen und die Beehänder. Beide nehme ich hier rein in die Pflicht und da mir genügend Rubine zur Verfügung stellen, werde ich natürlich dann auch gleich die Soldatenanzahl für jeden der 5 Slots hier verdoppeln. Da bin ich schon mal schneller als das System. Ihr seht, es hat jetzt nicht immer geklappt, aber dann werde ich das hier auch nochmal machen. So, die Allianz brauche ich nicht um Hilfe bitten, da gibt es keinen mehr. Ich bin Einzelkämpfer in der Fettspielen-Allianz und dabei wird das jetzt auch bleiben. So, wir haben unsere Nahkämpfer und Fernkämpfer, unsere Soldaten rekrutiert. Das heißt, es als nächstes geht es an die Werkzeuge. Auch hier könnte ich vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Mal schauen, was sich hier eigentlich alles anbietet. Aber eigentlich brauche ich nicht zu verteidigen, ich brauche nur was zum Angriff. Hier haben wir zum Beispiel diesen schönen Sturmbock. Da habe ich schon 38 von, aber ich glaube, da können wir noch ein paar holen. Zum Beispiel auf die 50 hoch, 12 nochmal dazu gekauft. Wenn ich das hier gleich auf die 50 bringe, könnte ich eigentlich auch bei den Ramböcken ein bisschen was machen. Das sind einmal 5 und dann nochmal 4. Dann habe ich auch 50 davon. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz guter Anfang, um den Burgtorschutz der Verteidiger so zu durchbrechen, dass wir da durchkommen. Und ich würde sagen, mit so einem Belagerungsturm müssen wir natürlich auch nochmal ran, um den Burgmauerschutz auch noch anzugehen. Denn ihr wisst, wir werden nicht nur durch das Tor, sondern auch über die Mauer schlüpfen. 12 habe ich davon. Ich werde das dann auch gleich mal, und da werde ich mir ein bisschen was kosten lassen hier, auf 38 erhöhen. Heißt, wir hätten dann auch 50 Belagerungstürme. Ich würde sagen, das würde für die erste feindliche Burg, die wir einnehmen werden, das wird schon ganz gut sein. Und 2 Sturmleitern dann auch nochmal. Dann hätte ich jetzt hier von der ersten Seite die 50 perfekt. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Verteidigungswerkzeugen? Ich glaube, da bin ich eigentlich schon ganz, ganz gut aufgestellt, falls es irgendjemand wagen sollte, mich hier noch anzugreifen. Aber ansonsten werde ich noch ein paar Feuerpfeile dazu holen. So, wie sieht's aus? Meine Einheiten, das ist alles ziemlich wenig, da muss noch eine Menge passieren, das wisst ihr. Und deswegen werde ich auch mal schauen, was jetzt hier vor meiner Burg wieder für Gesindel rumtummelt, ob ich da vielleicht irgendjemanden wieder in die Pflicht nehmen könnte. Hier zum Beispiel gibt es doch irgendjemand, irgendeine arme Seele, die sich hier für ein paar Münzen bereit erklärt, für mich zu kämpfen, für meine Sache zu kämpfen. Aber eigentlich sieht das hier im Moment gerade ein bisschen mau aus. Aber das wird sich noch ändern mit der Zeit. Jetzt war ich in der Burg. Es geht natürlich noch weiter in der Burg Nordfried. Auch dort will ordentlich was rekrutiert werden. Auch dort werde ich die Nahrung, die mir hier zur Verfügung steht, voll ausreizen, um auch im Norden zu plündern, zu brandschatzen und all das zu machen, wozu meine Kriegsherren noch so lustig sind. Also, hier geht es auch ran an den Mann, auch mit den Werkzeugen werde ich mir hier keine Blöße geben, Ramböcke und Sturmleitern produzieren. Hier gehen wir gar nicht auf die Verteidigung, hier werden wir nur auf den Angriff gehen, ebenso im Süden. Ich glaube, da habe ich ja die Kaserne nochmal eine Stufe nach vorne gebracht und das war auch bitter nötig. Ich konnte da mit der Kaserne nicht mal Beehänder produzieren. Das war eine Kaserne Stufe 3, glaube ich. Wie sieht es denn hier eigentlich gerade aus? Wir können ja mal kurz gucken, was hier für
Mannschaften bereit wären, immer noch nicht. Ich brauche eine Kaserne Stufe 5, damit ich hier die schweren Armbrustschützen bekomme. Die B-Händer sind jetzt schon möglich. Könnte also hier immerhin davon ein paar rekrutieren, um auch im Süden gewappnet zu sein für den Krieg, der hereinziehen wird. Aber ich brauche eine Kaserne Stufe 5 und die werde ich mir jetzt auch gleich mal in meinen ersten Bauslot reinziehen. Und wir können mal zurückgehen in die Hauptburg und schauen mal, ob es da irgendetwas gibt, was wir hier noch sinnvollerweise machen können. Wir müssen ein bisschen Farmhäuser ausbauen, um mehr Nahrung bereit zu haben, um unsere Truppen dann auch gut versorgen zu können. Das ist auch gut für die Truppenmoral. Sonst geht's da auch überhaupt gar nicht mehr weiter. Ich könnte mal gucken, ob es hier irgendwelche Nachrichten gibt. Nicht Friedensangebote, die kann ich gleich löschen, sondern irgendwelche Nachrichten, die mir hier auch noch weiterbringen können. Ich schau doch kurz rein und wir sehen uns gleich wieder. In den Nachrichten stand nichts. Nichts von Belang, bis auf eine Nachricht, und die will ich euch nicht vorenthalten, meine Freunde. Es gibt hier ein ganz besonderes Angebot von diesem Ritter. Und das werde ich euch mal vorlesen. Ich habe prächtige Verstärkung für eure Armee im Angebot. Was haltet ihr davon, eure Macht im Austausch gegen ein paar Rubine weiter zu vergrößern? Und ich würde sagen, dieses Angebot werde ich definitiv wahrnehmen. Schaut euch das mal an. 100 Königsgardenwachen. Die haben 150 Stärke in der Verteidigung gegen Nahkämpfer, 59 gegen Fernkämpfer. Die sind ordentlich auf Zack. Und wenn ich hier mal schaue, was es da gibt, auch noch Königsgarden-Speer. Das sind quasi die nächsten Jungs, die ich hier noch bekommen könnte. Und 15.000 Nahrung, um diese Mini-Armee auch noch überhaupt unterhalten zu können. Ich würde sagen, das würde mir einen ziemlichen Boost geben. So schnell komme ich eigentlich sonst nie an so viele Männer ran. Ihr habt es ja eben gerade gesehen, ich habe nur 5 Slots zur Verfügung, könnte maximal 50 pro Tag bekommen. Hier sind es 200. 200 mit einem Streich. Das ist in der Tat ein ganz besonderes Angebot. Und so wie Daenerys bei Game of Thrones die Unbefleckten gekauft hat, werde ich mir jetzt auch treue Diener, ein treues Heer kaufen. Mit 7.900 Rubinen. Ich nehme das Angebot an. Die Belohnung geht sofort in euren Besitz über 200 neue Männer, die für mich kämpfen können. Und das sieht sehr, sehr gut aus, meine Freunde. Das sieht wirklich so gut aus, dass ich mir schon mal ein Opfer für das nächste Mal heraussuchen könnte. Ihr habt ja sicherlich die Quest noch im Auge, im Ohr, die ich noch erfüllen muss. Hier im großen Imperium. Wir gucken mal nach ganz, ganz unten. Erweckt den Herrscher in euch. Plündert Burgen anderer Burgherren. Ich habe es noch nicht gemacht. Eine uralte Quest, die ich aufgrund des Friedens nicht gemacht habe. Und hier wäre ich drin. Und das sind die Burgen um mich herum, die ich angreifen könnte. Und irgendeine wird beim nächsten Mal den Zorn meiner großen Armee, meiner wiedererstarkten Armee, zu spüren bekommen. Wen hätten wir denn hier in der näheren Umgebung, den es treffen könnte? Was bist du für einer? Burg Fuchs, Level 70? Na gut, ich würde sagen, wir müssen uns nicht gleich mit den Stärksten messen. Jetzt, wo unsere Armee ja gerade erst keimt und wir noch die Größe erlangen müssen, nach der wir uns sehnen. Wen haben wir hier denn? Ritter Lukas der König, Level 11. Ehre 0. Ich würde mal sagen, wir gucken uns diese Burg mal an, ob das ein gutes Opfer wäre für uns. Guckt euch den mal an. Viele Vorräte, die ich plündern und auftrinken werde mit meiner Armee. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ich glaube, Lukas der König muss sich warm anziehen. Denn das wäre etwas in der unmittelbaren Umgebung, was es sich zu plündern lohnt. Wen haben wir denn hier noch? Königstein, Level 70, Level 53. Ich bin hier in ziemlich harten und ruhmreichen Gebiet, muss ich sagen. Es wird schwierig werden, sich hier hochzukämpfen. Level 15, Freiherr Leon Elbs. Auch ein paar Level 28, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Je weiter ich hier in den Osten gehe, desto mehr Burgen bieten sich dort an, von mir geplündert zu werden. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Vielleicht werden wir mit Ritter König Lukas beginnen. Und wir werden uns jetzt schon mal schauen, ob seine Allianz, die er hat, auch ihn da helfen könnte, nachdem ich ihn angegriffen habe. Aber wie es aussieht, ist er der Einzige in dieser Allianz. Na, dann passt es ja. Ich bin auch alleine. Das sind zwei Einzelkämpfer, die sich hier gegenüberstehen. Und
ich glaube, das könnte etwas werden. Ihr wollt diesen Krieg sehen, oder? Ihr wollt diese Schlacht sehen, ihr wollt das Ergebnis sehen. Dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Denn morgen kommt es zur Schlacht. Bis dann, euer Fred von Fitzspielen.